Yo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Hallihallo, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Leute, das heutige Video richtet sich vor allen Dingen an die Menschen, die älter als 16 oder sogar 18 auf meinem Kanal sind. Das heißt, ungefähr 93,7% können jetzt das Video direkt schließen. Der Rest von euch ist herzlich willkommen mit mir, eine kleine Wunderreise, meine Freunde, in ein Zauberland zu unternehmen, was sich bis dato uns, den Normalbürgern, komplett verschlossen hat. Also ich glaube nicht, dass, wobei ich eigentlich fest davon überzeugt bin, dass viele Leute ganz genau wissen, worum es heute geht. Wie fange ich dieses Video am besten an, Leute? Ich habe ein lustiges Subreddit mal wieder gefunden, das fast lustig ist wie mein Subreddit. Der Link dazu ist natürlich wieder in der Videobeschreibung. Skit! Und in diesem lustigen Subreddit, meine Freunde, haben sich Leute zusammengeschlossen, die einfach die witzigsten Kommentare von der besagten Website Porn... Hä? Es war jetzt irgendwie leicht zensiert, ich weiß jetzt auch nicht genau. Jedenfalls von der besagten Website Porn rausgezogen haben, meine Freunde. Thomas hat sich durch dieses Subreddit gewühlt, meine Freunde, und ich glaube, Thomas ist... Ich habe auf der Seite... Du warst direkt auf der Seite... Thomas war auf jeden Fall 3 Wochen lang unterwegs und hat diese Kommentare rausgesucht und ist dann mit einer schmerzhaften Dauererektion zurückgekehrt, meine Freunde. Genau, das bist du an der Stelle. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns einfach mal die schönsten Kommentare auf Pornhub an. Ich habe das Gefühl, als wären die deutlich freundlicher und produktiver als auf YouTube, vor allen Dingen auch deutlich lustiger, weil sie halt meistens einfach von erwachsenen Leuten geschrieben sind. Oder halt von notgeilen, pubertär 14-Jährigen. Das würde sich dann gar nicht so sehr von den Kommentaren bei Katja unterscheiden. Beginnen wir mit dem ersten Kommentar, meine Freunde. Schauen wir mal ganz kurz hier. Hier steht, while the video was Buffering on accidentally came to a Ben 10. Oh mein Gott. Digga. Okay. Danny wird geschrieben. Während das Video noch lud, bin ich aus Versehen zu einer Ben 10 Werbung gekommen. Wohin er gekommen ist, meine Freunde, oder was, wen er da hat kommen lassen, man weiß es nicht. Da wollen wir jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Darunter schreibt jemand, das hat zwar meinen Ständer, also ich nehme an, es geht um seinen Kleiderständer, zerstört, aber war auf jeden Fall für den Lacher wert. Und darunter schreibt einfach, call me Senior Trump. Warte mal ganz kurz. Das ist gar nicht Club Penguin. Ja, da hat sich wohl jemand verlaufen. Mr. Trump, vielleicht das Internet einfach mal ein bisschen besser versuchen zu verstehen. Ja. Ja, und hier schreibt einfach jemand, anyone down for Fortnite on mobile? Und dann schreibt, yeah, because it's so fun to play a game where you are shooting someone in the face and so suddenly build a wall in front of them and shoot the block. Fortnite. Also diese Frau, dessen Profilbild und Name da gerade komplett zensiert ist, weil ich will nicht, dass ihr auf diese Seite geht, schreibt einfach nur Pünktchen. Also nochmal, ganz kurz zur Erklärung. Der Typ fragt, hey, hat jemand Bock auf eine Runde Fortnite? Und dann schreibt jemand drunter, ja, weil es so witzig ist, ein Spiel zu spielen, wo man jemanden ins Gesicht schießt und dann baut er eine Mauer und dann ist es, es macht gar keinen Spaß. Aber erstmal die Eier zu haben, Leute, auf jeden Fall auf Pop danach zu fragen, ob jemand eine Runde Fortnite spielen will, finde ich auf jeden Fall gut. Der Darstellerin scheint das nicht ganz so gut zu gefallen. Tim hier anschreibt, warte mal ganz kurz, wieso klingt sie ein wenig wie meine Cousine? Okay, verdammt nochmal, ich glaube, das ist sie. Er hat, glaube ich, selber darauf geantwortet und ich glaube, er hat gerade seine eigene Cousine in diesem besagten Video gefunden. Was für ein Video das ist, das dürft ihr jetzt gerne ausmalen. Kann natürlich auch eine Runde Survival Games von Simon Ungel gewesen sein, man weiß es nicht. Roblox Legend 69 schreibt, reported for sex before marriage. Ja, natürlich, klar, auf einer Seite auf jeden Fall einfach mal einen Report einreichen, weil es halt natürlich Sex vor der Ehe ist, meine Freunde. Warum nicht? Und darunter schreibt natürlich der Papst, meine Freunde, vielen Dank, ich habe deinen Report erhalten. Wir werden uns direkt drum kümmern. Ja, super Leute, ist doch schön. So reguliert das Internet selber. Schaut mal Leute, was für gute Menschen im Internet unterwegs sind. Wahnsinn, Alter. Krass, dass es auf der Pornoseite wirklich noch den Papst gibt. Das ist ja schön. This is probably the last Pornhub video I'll watch because Hurricane Irma is flooding my house right now. Was? Okay, der Typ hat sich einfach gerade eines der besagten Videos angeguckt, meine Freunde, und scheinbar ist in genau dem Moment der Hurricane Irma durch seinen Garten gefegt und ist gerade dabei, sein Haus zu fluten. Ja, ich... Klar, ich meine, wenn halt dann auch das Wasser im Haus steigt und die Füße langsam nass werden und man merkt, okay, so langsam sollte ich vielleicht verlassen, aber man ist halt gerade noch dran. Da muss man Prioritäten setzen. Ganz klar, Leute, das kennt doch jeder von uns, oder? Nein? Präsident Obama schreibt, damn, I gotta show Michelle this one. Ja, Präsident Obama, der hier einfach mal kommentiert, oh, damn, das muss ich meiner Ehefrau Michelle unbedingt zeigen, das Video. Und darüber, die Caption ist eigentlich auch ganz passend. There's no way to know if this is actually him. Also, niemand weiß wirklich, ob das tatsächlich Präsident Obama ist oder nicht. Ich fände es ziemlich feierbar, wenn das wirklich ein echtes Kommentar von ihm wäre, Alter. Wäre geil, wenn er sich wirklich auf Pornhub Präsident Obama genannt hätte. Leute, ich meine, ihr wisst, also ich will jetzt gar nicht zu tief in diese ganze Materie eindringen. Ist vielleicht auch die falsche Wortwahl. Jedenfalls gibt es ja immer in diesen Filmchen einen Handlungsstrang. Und dieser Handlungsstrang ist mehr oder weniger nicht immer als zu schlüssig zu erkennen. Und hier ist jemandem etwas aufgefallen. Und zwar schreibt da jemand, was? Sie hat weiße und rote Wäsche zusammengewaschen? Was ist sie? Etwa verrückt? Ja, Shiggy, das ist auf jeden Fall richtig, dass du darauf hinweist. Ich meine, klar, ich nehme an, dass es dem Ersteller dieses Films darum ging, zu zeigen, wie man richtig Wäsche wäscht und nicht eventuell
andere Sachen. Ja, aber schön, dass dir sowas aufgefallen ist, Shiggy. Extrem nice, ja. Someone explain why there's a share button on a porn website. Ja, da hat Barney B. Benson vollkommen recht mit. Wer zum Teufel geht auf eine solche Internetseite und nutzt den Share Button und teilt das Video öffentlich auf Facebook? Also tut mir leid, Leute. Thomas, hast du bereits sowas gemacht? Was? Würdest du ein Video, was du auf Pornhub gesehen hast, einfach auf Facebook teilen mit dem Share Button? Ja. Ja, das liegt dann vielleicht an deinem Freundeskreis. Also ich bin da auf jeden Fall raus. Hello, I came here from YouTube because I had too many ads. Pretty good website so far, but I can't seem to find any cat videos. Mostly all I can find is people are having sex on intercourse. Any help? Okay, ich übersetze euch mal ganz kurz. Hallo, ich bin gerade frisch von YouTube gekommen, aber auf YouTube gibt es viel zu viele Werbungen. Sehr, sehr gute Websites bis dato, aber ich habe irgendwie das Gefühl, als könnte ich hier keine Katzenvideos finden. Die meisten Videos, die ich finden kann, sind Leute, die sexuellen Verkehr pflegen. Kann mir jemand helfen? Liebe Katze, ich glaube, da bist du komplett auf der falschen Website. Also ich meine, es gibt ja ein Synonym für Katze im Englischen. Ich glaube, wenn man das aber auf dieser Website sucht, da findet man dann auch nichts Passendes. Aber vielleicht gibt es da ja was. Ich hoffe nicht. Holy heck. Such vile language in a good Christian site like this, despicable. Da beschwert sich jemand über die Sprache, die in dem Film gesprochen wird. So eine rohe und widerliche Sprache auf einer christlichen Seite wie dieser. Unverantwortlich und anwidernd. Ja, meine Freunde, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich meine, klar, gerade auf so einer Webseite, wo es natürlich um christliche Werte geht, meine Freunde, darum, dass alles in geordneten und behüteten Bahnen läuft, meine Freunde, ist natürlich, sag ich mal, raue Straßensprache überhaupt nicht angebracht. Und da würde ich mich auf jeden Fall in den Kommentaren auch drüber auslassen. Definitiv, ja, sehr gut. I met a guy between Lumbridge and Varrock that recommended this great video to me. Didn't have the chance to thank him. So if you see this, Dragonhunter 007, thank you. You're welcome, Fan. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä, warte mal, das geht ja gar nicht auf. Thomas, das ist ein Fake! Was? Das ist ein Fake! Du denkst, auf Reddit sind Sachen gefaked? Das wäre so cool, wenn das real wäre, Alter. Weißt du, dass das ein Fake? Ja, weil der hat vor 3 Monaten gepostet und die Antwort auf die vor 3 Monaten gepostet ist vor 4 Monaten. Und vor allem das eine ist auf Deutsch und das andere auf Englisch. I got scammed. Ja, toll. Brauche ich jetzt auch gar nicht mehr erklären. Lass mal das raus. Toll gemacht. Raus. Raus! Wie das mich an, Alter. Was zum Teufel? Das ist gar kein unlimitierter Gem-Hack für Clash Royale. Ja, Leute, wer kennt es nicht? Ich meine, man googelt im Internet, möchte einfach nur unlimitierte Gems für Clash Royale haben, meine Freunde. Und dann landet man auf dieser Seite und denkt sich so, warte mal ganz kurz. Warte mal, das ist gar kein Clash Royale-Hack, sondern eine Pornoseite. Passiert auch ständig, oder? Also, vielleicht bin ich auch der Einzige, dem das bis dato passiert ist. Immer früher wollte ich Minecraft-Mods runterladen und bin irgendwie da gelandet. Ich weiß auch nicht, wieso. Was? Okay, okay. Ich habe aus Versehen mein Pferd in Minecraft getötet. Es ist ein bisschen zu tief runtergefallen. Er hatte diamantene Rüstung und einen Namen und alles andere. Mach's gut, mein Lieber. Ruhe und Frieden, mein Boy Muffin. Klar, ich meine, wenn das Pferd, was man so sehr liebt, in Minecraft dann stirbt, dann ist es auf jeden Fall angebracht, diesem armen Tier in den Kommentaren von einer Porno-Webseite Tribut zu zollen. Ja, RIP Muffin an dieser Stelle, meine Freunde. Schreibt mal alle in die Kommentare RIP Muffin. Hey, I got a physics test tomorrow. Can anyone know me the equation for frictional force? Hier schreibt jemand in die Kommentare, tut mir leid, ich habe morgen einen Physiktest. Kann mir vielleicht jemand die Gleichung für Friktionalkraft erklären? Ja, und auf jeden Fall hier drunter schreibt dann jemand einfach die Gleichung und das ist super, super nice. Und dann schreibt jemand sogar noch drunter, hey, wie ist denn der Test gelaufen? Extrem nett auf jeden Fall, kann man machen. Ich finde es sehr gut und genau das meine ich, meine Freunde. Sollte jemand auf YouTube irgendwann mal auf die Idee kommen zu fragen, du, kann mir vielleicht jemand bei meinen Hausaufgaben helfen? Wird der Großteil der Leute einfach die Kommentare schreiben, Lackdopfer, was für Hausaufgaben? Geh mal lieber hinter Schule, rauchen am Nackholm. Ja, da sieht man auch, wo die guten Menschen sind. Nicht auf YouTube, hä? Real Owen Wilson schreibt einfach wow in die Kommentare. Ja, wenn Owen Wilson Spaß an solchen Videos hat und sich darüber freut, wieso nicht? Owen Wilson, Shoutout geht an dich raus. Boy with long neck. Dick longer than my neck. Ja, da ist ein Typ mit einem ziemlich langen Hals und der schreibt, der hat jemand einen größeren Dick als sein Hals. Mit diesem Wort Dick im Deutschen wird er wahrscheinlich etwas anderes verbinden. Die englische Übersetzung könnt ihr dann im Lexikon nachschlagen. Respekt auf jeden Fall an den Darsteller an der Stelle. Batman does not know that I'm using this bad computer for this. Next time using cognitive mode, you little shit. Oh, wie nice einfach. Okay, okay, okay. Robin schreibt in die Kommentare, Batman und Robin vielleicht dem einen oder anderen einen Begriff. Robin, der Helfer von Batman, schreibt, haha, Batman weiß nicht, dass ich den Batcomputer dafür benutze. Und Batman schreibt danach als Antwort auf seinen Kommentar, nächstes Mal benutze doch einfach den Incognito-Mode, du kleines Stück Kacke. Lieber Robin, vielleicht solltest du tatsächlich einfach ihm Folge leisten oder dir einen eigenen Computer zulegen. Ich finde es einfach so geil, Leute. Sowas findet man auf YouTube einfach gar nicht. Ich finde es so nice, dass die Leute wirklich ein Profil erstellen, einfach nur zum Trollen. Ich finde es so schön. Das gibt's hier auf YouTube überhaupt nicht, oder? Sneakers in bed. What kind of monster are you? I don't know. That shit's gonna get dirty. Ja, okay, okay, okay. Mr. Tobacco beschwert sich wohl gerade unter dem Video darüber, dass die Darstellerin oder ein Darsteller die Schuhe im Bett angelassen hat und darunter schreibt jemand, I know, right? This shit's gonna be dirty. Also er sagt auf jeden Fall, er stimmt ihm zu und sagt, ja, du hast recht. Das ganze Bett wird ja dreckig. Das sind auch, wie gesagt, immer wieder Sachen, die mir auffallen, wenn ich solche Filme... Ich
gucke solche Filme gar nicht. Ich gucke sowas nicht, Leute. Ich mache sowas nicht. Jedenfalls würde mir wahrscheinlich sowas auch auffallen, wenn ich solche Filme gucken würde. Da würde mir direkt auffallen, ob die Wäsche nicht richtig getrennt ist oder ob jemand Schuhe im Bett anhat. Ganz klar. Mhm. Darauf achtet man. Tolles Video, aber die Decke auf dem Bett ist verdammt nochmal hässlich. Ja, da hat sich jemand über die Decke beschwert in diesem benannten Film. Scheinbar gibt es da einfach ein Problem mit der Bettdecke, wie gesagt. Ich meine, klar, wer kennt's nicht? Man schaut sich so einen Film an und eigentlich hat dieser Film ja nur einen Zweck. Aber ich meine, man kann sich natürlich dann noch, wie gesagt, über dreckige Schuhe oder nicht richtig getrennte Wäsche oder halt eine hässliche Bettdecke drüber aufregen. Und man schreibt da drunter, du hast vollkommen recht, ich konnte es mir einfach nicht ansehen. Auf jeden Fall nachvollziehbar, definitiv. Eine hässliche Decke. Gott. Hier schreibt einfach jemand in die Kommentare, diese neue lenkbare Rakete in Fortnite wird sowas von OP sein. Und dann schreibt sie, also die Darstellerin des Ganzen, Fortnite is distracting me too much from Paul. Ja, also das heißt, selbst die Darstellerin ist Fortnite-süchtig, nice. PUBG is better than Fortnite, you're fucking casuals. Und dann hat sich natürlich wieder ein PUBG-Player eingemischt, meine Freunde. Der meint, dass PUBG deutlich besser ist. Ja, wenn sogar schon die Dame, die das Video produziert hat, tatsächlich zustimmt, dann weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall interessante Diskussion hier unter diesem Video, ja. Und damit sind wir am Ende des Ganzen angelangt, meine Freunde. Es war mir mal wieder ein Ehre. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ganz, ganz klasse. Ganz, ganz toll. Wirklich. Es war mir mal wieder eine große, große Ehre. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall in meinem Subreddit vorbei. Da bin ich alle 3-4 Wochen auch mal aktiv und poste lustige Sachen. Folgt mir auf Twitter, Instagram und lasst die Finger von solchen Webseiten, meine Freunde. Denn ihr macht sowas nicht. Ihr macht sowas nicht. Ich mach sowas nicht. Wir sind cool miteinander. Auf der Ebene. Ding. Leute, das war's. Ich derb mich jetzt aus dem Bild. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.